Neue Stummfilmshow oder was haben wir hier? Nein, auf der Suche nach uns selbst. Anders Gröbel, Herr Anders. Das ist einfach die ewige Competition zwischen uns beiden. Ja, ja, aber in Wirklichkeit sind wir so dicke miteinander. Genau. Okay, und wir werden aber großartig uns damit betätigen, diese Beziehung auf eine harte Probe zu stellen, weil wir auch heute wieder über einige Themen sprechen werden, bei denen wir durchaus unterschiedliche Ansichten haben. Ich schaue einmal ganz gewagt nach rechts und sehe unser heutiges Themenprogramm, da wir heute nicht nur ein Thema haben werden, sondern gleich drei Themen, über die wir uns austauschen werden. Es sind sehr harte Themen. Wir haben Gentrifizierung, Prostitution und Frühlingsanfang. Genau. Wie hängt das alles zusammen? Und wie kommt der Frühlingsanfang in diese Aufzählung? Genau. Ja, klar. Das werden wir alles diskutieren. Ja. Und ja, mal schauen. Fangen wir einfach an. Gentrifizierung. Ich bin dafür. Also wir sollten erstmal erklären, was es überhaupt ist. Was ist Gentrifizierung? Ich glaube, das muss ich Ihnen erklären, weil sonst wären Sie nämlich nicht dafür. Genau. Okay. Es kommt schon, die Manipulation geht schon los. Aber ich bin gespannt, wofür ich dann nicht mehr bin. Okay, gut, dann eine kleine Einführung in die Gentrifizierung. Okay. Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für Sie, sehr gerne. Gentrifizierung meint den langfristigen Bevölkerungsaustausch, den man hat in vorrangig in Innenstädten, sagen wir mal in besonders begehrten Wohnlagen, dass dort dann Leute mit höherem Einkommen irgendwann die Alteingesessenen verdrängen, kann man sagen. Es gibt ja diese typische Gentrifizierungsskala, könnte man sagen. Also zuerst will da keiner wohnen in diesem Stadtteil, dann kommen auf einmal die Kreativen und machen sich das ganze Viertel zu eigen. Und dann, wenn es halt ein bisschen attraktiver wird, dann kommen dann irgendwann die Studenten und so weiter. Und irgendwann ist es dann so angesagt, so hip, dass dann auch irgendwie die oberen 10.000 quasi, oder sage ich mal, die Leute, die ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, dann in diese Viertel reinkommen und die ursprüngliche Atmosphäre eigentlich mehr oder weniger kaputt machen. Und jetzt erklären Sie mir bitte, was daran jetzt die großen Pluspunkte sind. Ich bin sehr gespannt. Hier kommen die Pluspunkte. Ich bin immer noch dafür, weil ich es auch so ähnlich verstanden hatte. Nehmen wir mal mein gebildetes Halbwissen. Ich glaube, Richard Florida hat sich unter anderem auch damit befasst. Und das war dann aber auch schon für heute von meiner Seite aus die Theorie, warum ich dafür bin. Weil es zugleich ja auch zeigt, dass eine Stadt lebendig bleibt. Also ich würde immer ausschließen, und nicht nur, weil es jetzt korrekter ist, sondern wirklich, wenn es wirklich Alteingesessene sind, dann ganz bestimmte ganz Gruppen. Kurz, ja, ganz kurz, weil Sie gerade sagen, so die Stadt wird dann lebendiger dadurch. Es ist tatsächlich so, dass in Berlin zum Beispiel im vergangenen Jahr sind mehr Leute aus der Innenstadt rausgezogen, weil sich das nicht mehr leisten konnten, als mehr Leute reingezogen sind. Das heißt, im Endeffekt wird das doch so ein bisschen ausgedünnt und die große Vitalität, aber, die da einkehrt, ist wahrscheinlich dann der höhere Anteil. Dann können wir gleich aufhören zu diskutieren. Ich würde das Argument aber innerlich noch mal weiterführen wollen. Mhm. Also ob das jetzt immer statistisch zu halten lässt, würde ich, nehmen wir mal eine klassische Stadt, an deren Beispiel immer Gentrifizierung oder Gentrification aufgezeigt wird, ist New York. Es gibt in New York sicherlich bestimmte Gruppen, die rausgehen, von Manhattan vor etlichen Jahren nach Williamsburg, nach Brooklyn, aber es sind genauso viele wieder reingekommen. In Berlin mag das so sein, aber ich würde erstmal über das Prinzip gerne sprechen wollen und dann, ob das statistisch immer so haltbar ist. Kann sein, dass es nicht so ist, aber warum ich das für richtig halte, mit Ausnahme derer, die wirklich ganz am Ende der sozialen Skala sind, die aber nicht von den Reichen vertrieben, wie dann schon längst vorher von den Künstlern zum Beispiel vertrieben wurden. Und mit die müssen beschützt werden. Aber dass ein Künstler, der wenig Geld hat, in ein armes Viertel geht, dort für Leben sorgt und sich das irgendwann nicht mehr leisten kann, heißt aber auch, dass er in ein neues Viertel geht und wieder aufmischt. Also mit anderen Worten, diese ständige Mobilität hat einige wenige Gruppen, ja, die müssen geschützt werden, aber sie hat mehr Positives, weil sie eine Stadt auch am Leben hält. Und nehmen wir jetzt mal Berlin sehr konkret, weil wir hier gerade sitzen, das mag aber für München, ich glaube, München kann es das nicht geben, weil München für keinen bezahlbar ist. Mhm. Da will man leben, Stuttgart ist auch für keinen bezahlbar, da will aber keiner leben, das ist ja nochmal ein Sonderfall, weil ich jedenfalls nicht. Aber das ist halt keine Freunde, ne? Nee, das ist egal, weder vielleicht in Stuttgart noch nicht gesehen, obwohl doch im Prenzlauer Berg schaut man sich noch Stuttgart an. Ja, ist doch lustig, dass ausgerechnet Sie für Gentrifizierung sind, aber dann Schwaben wissen. Die sind ja für mich keine Gentry. Die sind ja für mich, das aber jetzt machen wir es nicht zu dicke, sonst habe ich ähnliche Probleme. Ich manövriere mich immer gerne. Ich meine, es muss ja nicht immer alles dann zum Guten kommen. Aber wirklich noch als ernsthaftes Argument, dass eine Stadt so lebendig bleibt und nicht für immer, und das ist ja nicht mein eigenes schlagendes Gegenargument, also gegen
die Gegnerschaft zur Gentrifizierung. Weil wenn für immer in Vierteln die sozialen Gruppen die gleichen bleiben, dann ist das wunderbar, aber dann pennt man auch ein. Und dann gibt es überhaupt nicht mehr die Erneuerung von Gruppen, die ständig von außen kommen. Und deshalb wäre ich immer dafür zu sagen, doch, ist ein gutes Prinzip, weil gerade die Kreativen, über die ich jetzt spreche und die für mich jetzt nicht unter Artenschutz stehen, ihre Lebendigkeit auch darin zeigen, dass sie vorher, nennen wir es ruhig, sozial schwache Gegenden aufpeppen, mit Leben erfüllen. Und je mehr davon in der Stadt ist und je pulsierender das ist, umso besser. Also ich bleibe bei dem Argument, ich bin für Gentrifizierung. Lassen Sie mich auf die Uhr gucken. Oh, es ist Bullshit-Uhr. Ich sage Ihnen auch warum. Weil Ihr Argument zieht in dem Sinne nicht, weil es besteht ein qualitativer Unterschied, ob jetzt Künstler, die in der Regel selbst sehr klamm bei Kasse sind, in ein Viertel gehen und zum einen ja nicht mit der Einstellung von wegen so, boah, wir peppen das hier voll auf, sondern zum großen Teil deswegen, oh scheiße, ich kann mir gar nichts anderes leisten. So, das heißt, die gehören ja eigentlich mit zu den Leuten, die da eigentlich so schon wohnen. Ob das jetzt Künstler sind oder nicht, ist ja egal. Also ich meine, es speist sich eigentlich schon diese Zugehörigkeit aus dem Einkommen. Und es besteht, wie gesagt, ein qualitativer Unterschied, ob ich, sage ich mal, als Künstler in dieses Viertel reinkomme, weil ich sowieso zu dieser finanziellen Schicht dazugehöre, oder ob ich irgendwie aus gehobenen Einkommensschichten dort reinkommen und dann irgendwelche Leute aus ihrem angestammten Lebensumfeld verdrängen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, ich baue jetzt hier neubaumäßig was hin und das ist ganz schlimm, ja, sondern es geht eher um diese Sozialbewegung. Es gibt ja diese klassischen Geschichten, dass dann irgendwelche Leute seit langer Zeit dort leben und auf einmal, wenn das Haus dann verkauft wird, den Eigentümer wechselt, dann fängt auch irgendwie komischerweise an, dass den Leuten irgendwie das Warmwasser abgestellt wird, dass dann der Strom teilweise mal so ein bisschen ausfällt und man versucht, die Leute immer so rauszuekeln. Und auch so mit dem Argument, ja, wir haben ja nichts gegen arme Leute, die sollen halt einfach nur das Dreifache der Miete bezahlen, dann ist ja alles gut. So, aber faktisch gesehen ist es natürlich schon so, dass man dadurch dafür sorgt, dass diese Leute da rauskommen. Und natürlich kann man sagen, okay, das ist jetzt freie Marktwirtschaft, dass die Leute, die sich ihr Geld im Leben so angehäuft haben, die haben auch das Recht, das zu machen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wieso muss denn echt immer so bei solchen Sachen auch das Geld entscheiden, dass man die Leute noch aus ihrem angestammten Umfeld irgendwie rausschmeißt, obwohl es dazu eigentlich keine Not gibt, weil die Leute, die das Geld haben, hätten ja theoretisch gesehen die Möglichkeit zu wohnen, wo sie wollen, sage ich mal. Die andere Schicht hat das aber nicht. Und das finde ich ein bisschen Einmal ist auch Folgendes. Also ich folge Ihnen in Teilen, wirklich nur in Teilen. Also wenn wir über den, sagen wir mal, nicht lebendigeren, lebendig sind sie hoffentlich alle, aber den nicht flexiblen Teil der Bevölkerung sprechen, völlig einverstanden. Das heißt, Menschen, die eben nicht die Chance haben, sich immer wieder auch an neue Gegenden anzupassen. Nehmen wir es mal, also die würde ich tatsächlich auch nicht mit Artenschutz, das ist ein zynisches Wort, sondern die würde ich wirklich schützen wollen. Also das alte Mütterchen, der Mann, der schon seit vielen Jahren sich nichts leisten kann, der muss beschützt werden. Ich rede aber jetzt ab dem Punkt, wo der zunächst arme Künstler, der ja irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen reicher wird, immer wieder auch vor die neue Herausforderung, ich bin nicht dessen Erzieher, aber ich hätte weniger Mitleid, sondern eher mit ihm, wenn er sich das jetzt irgendwann nicht mehr leisten kann. Er wird in seiner Gruppe immer wieder eine neue Gegend finden. Einfach zu viele Modelle dafür. Das hält eine Stadt jung. Diese beiden Extreme, noch das als Argument. Das arme Mütterchen, nehmen wir das mal als eine Metapher, nehmen wir das mal als ein Beispiel, muss geschützt werden. Der fiese, spekulative Hai, der einfach die Kohle da reinhaut und vielleicht nicht mal da lebt, den würde ich auch zu verhindern wissen. Aber wir reden im großen Teil über die Leute, die dazwischen sind. Also aus dem armen Künstler wird dann der etwas reichere Künstler. Dann kommen noch so ein paar schnieke Ladenbesitzer dazu, die auch nicht immer automatisch mit Reichen gleichzusetzen sind. Und selbst alle Schwaben, auch wenn sie noch so sparsam sind, sind ja nicht reich. Das heißt, wir reden über einen großen mittleren Bereich. Und da hätte ich überhaupt keine Probleme mit dieser Mobilität und dem immer wieder sich neu anpassen. Tut den Menschen auch gut. Ich habe bloß ein Problem mit der Argumentation, die Sie gerade gebracht haben, im Sinne von, ja, die können doch verdrängt werden, die kommen doch sowieso irgendwo anders unter. Also die sind das ja gewohnt und so weiter. Ich meine, die anderen nicht. Ich meine, die andere Gruppe könnte auch überall unterkommen. Jetzt nicht, die können sich sogar die Stadt aussuchen, nicht nur das Viertel. Ich bin nicht ein Schützer der anderen Gruppen. Also ich will damit nicht jetzt die immer reicheren bewahren. Ja, und genauso, und das möchte ich mir bitte auch verbieten, liebe Zuschauer. Genauso will ich mir jetzt auch nicht anhören von wegen, was hast du jetzt gegen Wohlhaben oder sowas? Null. Ich meine, die können sich gerne... Ich nicht so verstanden. Natürlich nicht so. Ich finde, wenn jemand gearbeitet hat, der soll sein Geld auch genießen, der soll irgendwie sein Riesenhaus haben, sein Riesenauto, so, das betrifft mich ja nicht, das ist so alles genau richtig, so, das können die ja gerne aber machen. Aber jetzt mal in Bezug auf, nehmen wir es mal auf die soziale Beweglichkeit, ne? Also das im Einzelfall mag das immer sein, das ist mal weniger hart, mal mehr hart, aber ich würde jetzt auch nochmal mein ursprüngliches Argument aufgreifen und sagen, wenn alle dann
wo ist denn dann der Endpunkt? Das heißt, es sind dann die sozialen Gruppen für immer in einem bestimmten Viertel hängen die fest, sitzen da fest. Wo ist noch die Beweglichkeit? Man kann dann sich gegenseitig besuchen, kommt, ach, so wohnt der Kleinbürger, ach, so wohnt der Hartz-IV-Empfänger, ach, so wohnt jetzt der mit einem türkischen Stämmen Hintergrund. Also irgendwie, wo ist die Beweglichkeit? Die Beweglichkeit speist sich eigentlich aus dem Leben selbst, weil ich will Ihnen das jetzt nicht so nochmal erklären müssen, aber es ist nicht so, dass jetzt die Kinder von Hartz-IV-Empfängern jetzt automatisch für immer darauf festgelegt sind, dass sie in ihrem Leben nichts erreichen werden und für immer ein Sozialwohnung brauchen. Sage ich. Also natürlich kann sein, dass eine bestimmte Generation irgendwie darin verharrt ist, aber das ist ja kein Ausschlusskriterium, dass man sagt, dass jetzt für immer diese Familie und alle Sprösslinge für immer dort bleiben werden. Leute ziehen auch so um, weil sie sich verlieben, weil sie woanders Arbeit finden, was weiß ich. Die sind doch sowieso ständig in Bewegung. Deswegen finde ich auch, gibt es keine akute Not, dass wir jetzt noch irgendwie das forcieren müssen. Was heißt forcieren? Ich sag mal so, das Forcieren findet ja auf einer anderen Ebene statt. Und zwar das wollte ich sagen. Weil es heißt ja dann, wir würden irgendwie dann wenn wir ankommen würden und wir sagen jetzt den Bauherren, sie sollen jetzt irgendwie Sozialwohnungen auch mitverbauen und so, und diese Ansätze gibt es ja, und die Bauherren selber sagen auch so, sie würden das machen und so, aber so in der Form bis jetzt lohnt es sich halt nicht, wenn sie das rein privat machen, dann rechnet sich das nicht. So, und was spricht jetzt dagegen, das zu machen? Ich sehe darin auch keine Beschneidung der Marktwirtschaft oder sowas, weil wir schränken ja zum Beispiel auch die Automobilwirtschaft massiv ein, indem wir es Mercedes verbieten, Badewannen zu nehmen und Räder dran zu schrauben. Ja. Also so wie wir beim letzten Mal ja auch sehr viel weniger strikt sind, als es damals erschien, als wir noch, wann war das, vor Jahren, vor Wochen, vor Monaten über Cannabis ja oder nein gesprochen haben, würde ich auch jetzt bei uns hier nicht so eine strikte Argumentation sehen. Nur, was ich sage, ja, es müssen bestimmte Gruppen geschützt werden. Nein, nicht für immer festschreiben, dass es auch sowas wie eine, meinetwegen auch manchmal sich zwangsläufig ergebende Mobilität gibt. Wir müssen, glaube ich, zum nächsten Thema. Passt aber. Das hat sie gerettet jetzt. Bestimmte Leute. Er ist ein alter Klugscheißer. Er hat über die besseren Argumente, ist auch besser vorbereitet. So, ich bin der junge Klugscheißer. Ich weiß, ich der alte. Ja, okay. Aber Prostitution passt ja perfekt eigentlich, ne? Weil ich glaube. Nee, weiß ich nicht. Nein, zum Thema Gentrifizierung, weil ich mir habe sagen lassen, also nehmen wir mal, ich wohne in Mitte irgendwo, ich gebe jetzt die Adresse nicht durch, das ist ein sicherlich in der Vergangenheit massiv gentrifizierter Bereich gewesen. Mhm. Und jetzt hat sich das so ein bisschen verlangweilt, finde ich selbst auch, obwohl ich da wohne, oder weil ich da wohne, keine Ahnung. Aber da haben wir in der Oranienburger Straße die Mädels, die da lang gehen. Mhm. Ich denke, dass auch da so genau das zu unserem Gentrifizierungsthema noch passt, aber wir reden jetzt über Prostitution. Ja. Interessant finde ich, und das ist sogar Ihr Argument, wenn ich das indirekt aufgreife, dass da ganz unterschiedliche Gruppen zusammenwohnen und sich nicht aneinander stören. Da lassen wir jetzt mal das Argument mit Gerd aus. Ja, Oranienburger Straße, klar. Ja. Ne? Okay. Also, aber jetzt wollen wir über Prostitution sprechen, für oder gegen? Achso, ich dachte, wir wären schon längst dabei. Ja, klar. Ich versuche so einen schlechten Übergang zwischen Gentrifizierung. Wir sind auf der Suche nach uns selbst und wie machen wir die drei Themen? Wie bringen wir jetzt irgendwie wenigstens ein bisschen zusammen? Ja, man merkt schon, bei Prostitution werden sie ein bisschen hibbelig. Ne? Irgendwie, ja, klar. Ja, nein, aber auf jeden Fall die Frage, für oder dagegen? Ich würde sagen, 100% dafür eigentlich, weil mir fiel jetzt momentan auch kein Argument und daraus wird mir jetzt krass ein Strick gedreht später, aber natürlich, es gibt Menschenhandel, es gibt Ausbeutung, es gibt schreckliche Verbrechen, die damit zusammenhängen, aber ich bin der Meinung, dass das nicht in 100% der Fälle so gesagt werden kann und dazu vielleicht auch kurz folgende kleine Zahlenspielerei. Es gibt eine Umfrage, dass jeder dritte Berliner Student sich zumindest vorstellen könnte, mit Prostitution sein Studium zu finanzieren oder aufzubessern. Und jeder 27. Berliner Student tut das sogar. Mhm. So, und das in Stuttgart? In Stuttgart weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen da sind. Nee, aber das würde ich sagen, ist für mich erstmal ein Beleg, dass es nicht irgendwie immer so von außen dieser Druck kommt, dass Leute irgendwie auf den Strich gepeitscht werden, dass sie das machen müssen. Sondern man muss auch sagen, es gibt auch einfach Nutten, so, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt wenn ich die Wahl habe, so, ob ich jetzt als, keine Ahnung, Gastronomie-Angestellte jetzt für so und so viele 100 Euro im Monat das mache, für 400, 500, keine Ahnung, und dann irgendwie mich da an den Wochenenden krummbuckle, oder ich mache jetzt irgendwie nebenbei als Domina und hänge irgendwelche Geschäftsmänner an den Eiern von der Decke und kriege dafür irgendwie das Fünffache. Ist das so? Kennen Sie sich da aus? Er hat mir eben vorgeworfen, es würde nicht vorgeworfen, hat gesagt, ich werde eben nicht, weder Geschäftsmann noch an Eiern aufgehängt, aber gut, das ist eine andere Nummer. Ach so, also Sie waren jetzt nicht Teil meiner Fantasie oder so, es ist alles Gott sei cool. Dank. Nein, also, ist alles gut. Nein, ich wollte damit einfach nur
sagen, ich glaube, es gibt durchaus eine große Anzahl auch von Menschen, die freiwillig in diesem Bereich arbeiten. Und deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, es zu verbieten, wie es zum Beispiel diverse Bewegungen fordern. Dagegen es zu verbieten? Ja. Dagegen, ja. Ja. Jetzt haben wir überhaupt keine Kontroverse, weil himmlig oder nicht, aber der Argumentation würde ich auch folgen. Und ich würde jetzt, glaube ich, wir müssen jetzt gar nicht rituell sagen, ja, aber Menschenhandel muss natürlich verboten werden, völlig d'accord. Ich sage trotzdem, warum ich auch vielleicht himmlig wurde, nicht jetzt aus eigener Erfahrung, das kann ich wirklich sagen, habe ich nicht, aus Überzeugung, weil ich das Problem für mich sehe. Was denn? Müssen Sie auch nicht, ich meine, mit dem Look und so, Sie sind schon mit dem Anzug. Toll, und so. Ja, er ist ein alter Schleimer, aber er ja auch nicht. Ne? Er hätte noch länger was von mir. Nein, aber doch, warum ich zweifle und warum ich auch trotz Neugier, die ich tatsächlich auch mal durchaus etliche Male gehabt habe, gesagt habe, nein, weil ich nie für mich selber hätte entscheiden können, ist jemand Nummer eins eben nicht doch in der Zwangslage? Und also jetzt mein Klischee von Prostitution, dass natürlich nicht die Prostituierte dem Freier gegenübertritt und sich als Bedürftige zu erkennen gibt, sondern Teil des Spiels scheint ja zu sein, dass man in jedem Fall immer die Reizvolle, die Flirtende ist. Und ich weiß eben nie genau als Freier, was steht dahinter. Von der Institution Prostitution, dann nennen wir es mal ruhig eine Institution, passt ja beides mit ION, völlig d'accord ihrer Meinung, verbieten, völlig d'accord ihrer Meinung. Ich rede jetzt eher von der freier Perspektive und da würde ich denken, ich wüsste eben nicht hundertprozentig, ist jemand in der Zwangslage oder nicht. Nummer eins, Nummer zwei auch noch ein, aber nicht jetzt gesetzliches Argument, wir reden jetzt doch nicht nur über Gesetze. Übrigens bei Gentrifizierung ist das ja auch ganz schwierig, das rechtlich zu fassen. Ja. Zweites Argument, und da bin ich vielleicht zu romantisch, ich wüsste nicht, ob ich nicht doch das Gefühl hätte, es zerstört meine romantische Vorstellung auch von körperlicher Liebe. Also One-Night-Stand, alles prima, überhaupt keine Probleme mit, aber symmetrisch. Ja. Und ich wüsste nicht, ist das für die Frau, mit der ich jetzt einen Deal eingehe, ist die nicht romantisch kaputt, wollen wir es mal so sagen. Okay. Kein Wissen, nie allgemein, aber immer im Einzelfall. Ich meine, was man jetzt uns beiden natürlich vorwerfen könnte, wäre, wenn jetzt Leute das sehen und sagen, ja, guck mal, da sitzen irgendwie zwei Generationen Penisse und unterhalten sich darüber, was jetzt Frauen mit ihrem Körper machen dürfen oder nicht. Das ist natürlich schon, dürfen sowieso nicht, völlig d'accord. Müssen wir gar nicht wissen. Ja. Aber was ich einfach nochmal einwerfen wollte, vielleicht auch zum Schluss dieser Prostitutionsdebatte, wäre, dass natürlich über 90% der prostituierten Frauen sind. Und deswegen kommt auch immer der Vorwurf, dass es halt systematisch Frauen ausbeutet und so weiter. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es ja jetzt nicht daran liegt, dass Männer so total clever wären, dass sie gar nicht erst da reingeraten oder so, sondern dass einfach der Markt für männliche Prostituierte längst nicht so groß ist wie für Frauen. Das heißt, wenn es jetzt wirklich... Weiß ich gar nicht. Wenn sie Männer unter Männer nehmen, sorry. Also, okay, das ist nochmal was anderes, also, aber das ist trotzdem, ja auch... Aber trotzdem kann man nochmal festhalten, dass, sage ich mal, der wenn es so wäre, dass Frauen jetzt wirklich auch so für Sex bezahlen würden, so in dem Ausmaß, wie das Männer tun, dann wären noch die Striche wären voll mit Männern, die da stehen würden. So. Ja. Aber das Ding ist, ich glaube, der Markt ist einfach nicht da. Und das ist auch der Grund, warum die Frauen da stehen. Und nicht, weil die Männer so toll und top sind, dass sie da nicht reingeraten würden, sondern einfach nur, weil die Nachfrage ganz anders ist. Halt es jetzt kurz. Wir wollen ja das Thema nochmal aufgreifen. Ja. Also im Selbstversuch aller Jenke wäre es der Mann von RTL, der kaum, hatten wir unser Cannabis-Thema, kam auch schon mit seinem Selbstversuch, war wahrscheinlich schon längst abgedreht, aber was auch immer. Ja. Aber wir werden darauf sicher nochmal zurückkommen. Was haben wir noch? Frühlingsanfang passt ja, weil... müssen wir noch eine Konklusion machen? Müssen wir noch eine Schlussfolgerung? Prostitution? Ich glaube, wir würden dafür. Ich glaube, wir würden das aber noch mal kurz wiederholen, die letzten drei Sätze, weil wir da noch RTL-Werbung gemacht haben für eine Sendung, die dann bei Ausstrahlung schon zwei Wochen älter ist. Deswegen glaube ich. Jenke, der wird jetzt für immer davon leben. Wahrscheinlich. Das ist völlig okay. Also Frühlingsanfang. Wir haben uns ab und zu mal, wir kennen uns immer kaum und dann gehen wir gleich in das Thema rein. Im Vorfeld habe ich mitbekommen, ja, das ist kontrovers, das Thema. Weil Herr Anders ist gegen Frühling, wenn ich es verkürzt mitbekommen habe. Ich bin dafür. Ich muss mich erstmal wundern, warum das überhaupt auf der Agenda steht, weil ich dachte, das ist eigentlich eine Politiksendung hier und die machen so krasse Sachen. Ich weiß gar nicht, wie der Frühling da reingerutscht ist, aber die Redaktion hat das vorgeschlagen. Ich glaube, für die soften Themen, sogenannten weichen Themen. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Da verkauft sich die Werbung, glaube ich, besser, oder wie ist das? Ich meine, irgendwie müssen ja die Kaltgetränke hier auch finanziert werden. Selbstverständlich. Vielleicht werden auch Produkte beworben, die was mit Frühlingsanfang zu tun haben. Kurze Röcke zum Beispiel. Wäre für mich Frühlingsanfang. Sie sind immer noch bei der Prostitution, glaube ich. Nee, kurze Röcke, was hat das mit Prostitution zu tun. Okay, das stimmt, das war jetzt blöd. Aber es war trotzdem eine schlechte Verlage. Ja, jetzt bin ich wieder. Wir werden immer schlechter. Also nein, okay, Sie sind gegen Frühling. Ja, anders.
Ja, so jahreszeitmäßig, ich meine, das wird jetzt natürlich sehr weich, aber keine Ahnung, ich meine, Frühling ist so die Jahreszeit, jeder wartet nur darauf, dass Sommer ist, dass endlich richtig losgeht und bei mir kommen immer die Pollen dazu und alles ist ganz furchtbar. Drei Monatsspritze, sehr empfehlenswert. Echt, ich nehme immer die Tabletten. Ja, gut. Ansonsten kann man den Frühling natürlich auch noch anders auslegen, wenn wir jetzt irgendwie hinkommen zu arabischer Frühling oder sowas. Ja, da könnt ihr natürlich noch mal den... Doch, Politik. Herr Anders versucht immer irgendwie so, immer sein Wissen, seine Bildung, für das ich, und das meine ich ernst, größte Hochachtung habe, doch irgendwie noch durch die Hintertür. Also, nee, aber heute bleiben wir mal beim Wetter. Bleiben beim Wetter, sehr gut. Das ist auch sehr deutsch, würde ich sagen. Da machen wir unserer Nationalität auch alle Ehre. Sind Sie eigentlich auch komplett Deutsche? Bin auch komplett Deutsch. Also ich wurde immer bezichtigt oder auch gelobt dafür, Niederländer zu sein. Nein, komplett Deutsch. Wenn auch starker Niederländer. Wobei ich diesen Ausdruck immer so blöd finde, auch dieses komplett Deutsch. Das ist auch so eine Sache. Also im Endeffekt, so, ich denke auch immer so, was soll das? Ich meine, wenn du hier geboren bist, wenn du dein ganzes Leben hier verbracht hast, was soll denn immer diese Höhe, wo kommst du her? Hab mir übrigens letztens eine Freundin erzählt, da hatte sie... jemand auf der Straße gefragt und wegen so, wo muss ich denn jetzt da und da hin? Und dann fragt sie ihn so, wo kommst du denn her? Und er so, Uganda. Und dann so, nee, ich meine, aus welcher Ecke? So, dann, er war halt auch schon wieder komplett in dem Film, dass er irgendwie wieder genervt wird von wegen, weil er jetzt halt schwarz ist. Genau, das richtig nervig. Aber wir waren im Frühling, Entschuldigung. Nee, Uganda hat ja weniger Frühling wahrscheinlich, weil es halt die Jahreszeiten dunkel sind. Wir lernen uns ja auch hier beide in dieser Sendung kennen und das ist wirklich kein Scheiß. Wir haben bei der ersten Sendung, die wir gemeinsam hatten, uns genau 5 Minuten bevor wir auf Sendung gingen, beziehungsweise vor die Kamera gingen, haben uns kennengelernt und in diesem einander antasten, was mir uns viel Spaß macht, verehrter Herr Anders, also den Dreier werden wir trotzdem nicht in irgendeiner Weise jemals miteinander haben, apropos Prostitution. Aber das haben wir gerade in der Pause besprochen. Genau, das ist doch ein bisschen vorbereitet. Aber Frühling interessant, jetzt kommt der Blick in die Persönlichkeit. Mhm. Bei mir ist der Frühling die beste Jahreszeit, ganz einfach, weil ich mich dann noch auf den Sommer freue. Wenn der Sommer eintritt, kriege ich schon wieder leichte Depressionen, weil ich an wieder die dunkle Jahreszeit denke. Ich würde jetzt mal Tolkien als Psychologe, der ich auch bin, denken, Sie sind der eher im Moment lebende Mensch und ich bin der schon immer antizipiert, im Guten und im Schlechten. Das ändert mich auch ein bisschen daran. Also ich würde Sie dann auch mehr als den Vorfreude-Menschen einschätzen. Ungefähr wie so sehr religiöse Menschen, die sich auch immer schon aufs Jenseits freuen und dann so, ich kann mich jetzt mal schön peinigen. Das war eine kleine Anspielung an mein graues Haar und der Verweis darauf, dass ich, wenn auch erst in 35 Jahren, wahrscheinlich so eher von uns gehe, obwohl Sie eher mich an den Begräbnismann erinnern, den ich mir an meinem Grab wünsche. Also neben vielen tollen Frauen würde ich mich freuen, jetzt schon sollte ich überraschend früher sterben als in 30 Jahren, bitte eine Grabrede durch Sie, verehrter Herr Anders. Das ist eines der nettesten Komplimente, die ich jemals bekommen habe. Ernst? Bitte sprechen Sie an meinem Grab. Ja. Das macht mich auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Nein, in 30 Jahren bleiben Sie so mir noch ein bisschen erhalten, das wäre schön. Sind Sie immer noch nicht so alt wie ich, aber egal. So, aber jetzt nochmal dieses vom Typus her, ne? Antizipierender, Vorfreude, genau. Bei Ihnen ist der Genuss des Moments. Und ich freue mich immer vorher. Wie sieht es bei Ihnen mit Fitness aus und so weiter? Ich habe nämlich festgestellt, mit Blick auf meine Freundesliste bei Facebook und so weiter, dass alle so auf Instagram angefangen haben zu trainieren und hier Muckis da und alle sind schon voll dabei. Finden Sie, diese Fitnesswelle ist auf Social Media zurückzuführen, auf dieses Ganze, wie vergleichen wir uns jetzt und ich zeige mich, weil Sie als alter Medienpsychologe, Sie könnten das eigentlich gut beurteilen, glaube ich. Also die gab es schon immer. Also meine erste und bislang letzte Ehefrau, von der ich aber schon lange getrennt bin, auch geschieden bin, die hat sogar als Moderatorin fürs ZDF hat sogar so Fitnesskurse im Fernsehen gemacht. Nicht, weil ich sie jetzt heute nicht mehr so als Ehefrau habe, fand ich das immer schon ein bisschen komisch. Aber diese Welle gab es schon immer. Ich glaube, das ist die Beschwörung einer Welle ist als solches schon wieder eine Welle. Was ich dazu meine, ich finde Fitness in meinem Alter notwendig, mache das auch 3-mal in der Woche. Irgendwie so, es gibt so elektronische Reize, wo man dann fit bleibt und sogar noch Muckis aufbaut, die ich früher nicht so gehabt habe wie jetzt. Zeigen wir jetzt nicht. Aber was hat das eigentlich mit Frühling zu tun? Nee, es ging einfach von vorne. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon bei Frühling sind, alle bereiten sich eigentlich schon vor auf den Sommer und wir wollen wir wollen wieder alle sehr fit werden und so weiter. Und was ich mir auch denke, was ich ein bisschen schade fände, ist Folgendes, weil wir jetzt ja gerade dieses große Ding haben, wir trainieren jetzt alle, um uns gegenseitig zu zeigen und abgesehen davon, wir achten jetzt auch alle voll auf unsere Ernährung und machen das alles sehr schön und ich finde das gut, dass es so ist. Ich habe auch den Eindruck, dass durch viele Dokumentationen und Filme und durch viele Gespräche auch unter den Leuten, dass sich so eine Einstellung mittlerweile rauskristallisiert hat, auch bei der jungen Generation, dass man sagt, wir achten jetzt total auf uns und wir wollen jetzt gucken, dass wir möglichst healthy und ein tolles Leben gehen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass diese Welle irgendwann wieder bricht, dass dann die Gegenbewegung kommt und dann wieder anfängt im Sinn von,
scheißen jetzt auf alles und wir wollen genießen und jetzt werden wieder die richtig großen Burger reingehauen und sowas. Ist natürlich alles schön gut, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass dann wirklich diese so eine Scheiß-auf-alles-Generation kommt im Sinne von so, uns ist es egal, wir können den Planeten eh nicht retten und alles spielt keine Rolle und Hauptsache wir. Ja. Davor habe ich ein bisschen Angst, wenn diese Welle dann irgendwann wieder bricht also, und ins Gegenteil. Mein Eindruck ist, wir sind geteilter Meinung bei Gentrifizierung, wir sind für Prostitution. Wir werden auch nicht unbedingt selbst praktizierend oder als Kunden besuchend. Wir sind nicht gegen Frühling, sind aber für Fitness, aber dann auch nachhaltig. Eins der schrecklichsten Worte der letzten Zeit und trotzdem innerlich zutreffend. Mhm. Und ich würde das vielleicht noch Folgendes sagen, in meinem Alter, weil Sie eben gesagt haben, ja, Frühling gibt es ja in vielen Kombinationen. Ich finde den Frühling meines Alters eigentlich toll. Ha. Den Frühling Ihres Alters? Den Frühling meines Alters, ja. Ich bin in einem älteren Alter. Und innerhalb dessen, der Frühling ist toll. Man kann den Herbst natürlich auch als Frühling auslegen, genau, wenn man will. Ich meine, die Blätter sind bunt. Na gut. Auf jeden Fall, wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, würde ich sagen, dass Sie jetzt wieder nach Mitte fahren und ich nach Reinickendorf. In dem Sinn hat die Gentrifizierung schon gut, schon gut ausgedrückt. Herr Anders hat wieder Spaß gemacht. Ja. Bis zum letzten Mal. Gut. Und, auf der Oranienburger Straße. Ne? Tschüss. Selbstverständlich. Und noch ich sage Tschüss. Und tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wann auch immer das dann gibt es richtig harte Themen, nämlich Herbst. Gibt's harte Themen. Boah, Frühling war aber auch ein Pain in the Ass. Ja, ja. Das war völlig okay. Das darf auch mal komplett aus dem Ruder gehen.